Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 10. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe heute neuen Technikthemen für euch vorbereitet. Es geht zum einen um eine Warnung vom BKA, um Jawbone, um Tesla, um Prisma, um Amazon, um Google Home, um Qualcomm gegen Apple und um PlayStation Now. Wir beginnen bei der Warnung des deutschen BKA. Und da geht es wieder um ein Security-Thema, leider. Im Endeffekt hat das BKA in dunklen Quellen, wie es quasi selbst sagt, Kombinationen von E-Mail-Adressen und Passwörtern gefunden. Insgesamt sollen 500 Millionen Daten da quasi geleakt worden sein, beziehungsweise in die Hände des BKA gekommen sein sollen. Eine relativ aktuelle Sache, leider auch. Die letzten Daten sollen erst vom Dezember letzten Jahres sein. Im Endeffekt wurden da anscheinend einige Hacks quasi zusammengefasst und diese Daten kamen dann so mehr oder minder auf Abwege. Ja, im Endeffekt, ihr könnt nachschauen, ob ihr selbst betroffen seid. Die Daten wurden in den Identity Leak Checker des Hasno-Plattner-Instituts eingearbeitet. In dem verlinkten Artikel findet ihr, wie ihr das prüfen könnt. Im Endeffekt ganz einfach mal hineingehen, seine Mailadresse eintragen und schauen, ob man dann betroffen ist. Wenn man betroffen ist und das Passwort seit letzten Dezember nicht geändert hat, auf jeden Fall sofort ändern. Wie immer auch von uns die Empfehlung, verwendet einen Passwortmanager. Das macht das Ganze auch für zukünftige Sicherheitsschwächen dieser Art sicherlich leichter und auch generell eure Accounts sicher. Wir dürfen uns ja so oder so sicher sein, diese Meldungen werden wir auch in Zukunft immer wieder bekommen. Wir kommen zu Jawbone und auch da gibt es leider keine großartige, erfreuliche Nachricht, wobei auf der anderen Seite so großartig überraschend sind sie auch nicht. Wir hatten ja bereits letztes Jahr die News, dass Jawbone aus dem Bereich der Fitness-Tracker für Privatkunden aussteigt. Da wurden ja auch die Lagerbestände sehr, sehr gut verkauft und man im Endeffekt in das Thema Gesundheit und medizinische Geräte investieren mag. Jetzt geht die Meldung um, dass Jawbone quasi mehr oder minder schließen wird. Unterm Strich ist es jetzt nicht die große Neuerung, weil eigentlich haben die Gründer bereits ein neues Unternehmen. Das soll so quasi einen Health Hub darstellen. Jawbone Health Hub heißt das auch. Und soll quasi medizinische Software und Hardware irgendwie sammeln und die Daten dann auch da irgendwie gemeinsam verwalten. Keine große Überraschung. Unterm Strich für mich ist es eigentlich eher gefühlt, dass die nur ihre alte Firma zumachen und die neue halt aufmachen und dort genau das tun, was schon Ende des letzten Jahres angekündigt wurde. Von daher nicht die größte News, auch wenn es in den letzten Tagen so gehandelt wurde. Wir kommen zu Tesla und nein, ich berichte euch nicht, dass letzten Freitag das erste Model 3 vom Band lief, das war tatsächlich so, sondern Tesla hat quasi im Bieterwettstreit in Australien gewonnen. Sie dürfen die größte Lithium-Ionen-Batterie, die bisher hergestellt wurde, für Australien produzieren. 100 Megawatt soll so ein Lithium-Ionen-Akku speichern im Endeffekt. Ist es quasi nur eine groß skalierte Powerbank, die sie ja schon haben. Trotzdem sehr interessant, Tesla konnte sich immerhin gegen 91 andere internationale Mitbieter durchsetzen. Wir kommen zu Prisma, ich weiß nicht, ob euch noch erinnert, das war eine Android- und iOS-App, mit der ihr quasi so ein bisschen eure Fotos ein bisschen aufwerten konntet. Gab es dann immer wieder auch so Diskussionen rund um das Thema Datenschutz. Trotz allem, Prisma ist mittlerweile mehr oder minder eigentlich relativ vom Tisch. Aber es gibt von den russischen App-Machern eine neue App, die nennt sich Sticky. Damit könnt ihr im Endeffekt von Selfies von euch Sticker erstellen und die dann auch in sozialen Messengern verwenden. Wir kommen zu Amazon und dort gibt es eine interessante Schätzung rund um Amazon Prime. Der Prime Day ist ja dann morgen bzw. startet heute um 18 Uhr. Die Zahlen gehen aber ja in die Richtung von wegen, wie viele Leute haben eigentlich Prime. Und da hat ein Marktforschungsinstitut in den USA jetzt 85 Millionen Prime-Nutzer quasi ermittelt. Von daher recht interessant, 85 Millionen Prime-Nutzer allein in den USA finde ich eine sehr, sehr große Zahl. Was auch interessant ist, Prime-Kunden geben deutlich mehr Geld aus, während normale Kunden $700 ausgeben bei Amazon Prime im Jahr, machen Prime-Kunden $1,300 Umsatz jährlich. $500 plus, $600 eigentlich sogar. Nette Steigerung. Ich meine, im Endeffekt, klar, wer mehr bestellt, der hat auch mehr von Prime. Das heißt, ob das direkt korreliert oder ob das andere Gründe hat, müsste man jetzt genauer auswerten. Trotz allem finde ich auch die Durchschnittsangaben mal durchaus sehr interessant. Was ich auch relativ spannend finde, 28% der Nutzer zahlen monatlich. Wir bleiben bei Amazon, kommen aber zu Alexa. Die ist seit kurzem in der Lage, euch über kommende Pakete von Amazon zu informieren. Einerseits A über Sprache, andererseits aber B auch über die Farbe des LED-Rings des Echo, sofern ihr das denn wollt. Wir bleiben bei schlauen Assistenten, kommen aber zum Konkurrenten von Google. Der Google Home könnte am Anfang August, am 3. August,
in Europa starten. Google hat zumindest für Frankreich den Start nämlich jetzt bekannt gegeben. Dort soll er eben am 3. August kommen und für 149 Euro erhältlich sein. Bleibt abzuwarten, ob das auch in anderen europäischen Ländern dann der Fall ist. Wenn ja, eben 3. August 149 Euro. Wir kommen zu Apple und die zanken sich ja schon mit Qualcomm seit Anfang des Jahres. Da geht es um Patente rund um die Nutzung der Modems. Und offensichtlich versucht Qualcomm jetzt den Importstopp für iPhone-Modelle zu erwirken. Eben weil da Modems verbaut sein sollen von Intel, die wiederum Patente von Qualcomm quasi ja, verletzen, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, wirklich viel bringen wird es ihnen nicht. Wahrscheinlich wird dieses Verfahren sehr, sehr, sehr lange dauern. Es wird von 12 bis 18 Monaten ausgegangen. Betroffen wären zwar die iPhone 7 und iPhone 7 Plus Modelle. Mal kurz den Kopf schief gehalten und nachgerechnet. Wenn das 18 Monate dauert, gibt es bis dahin ordentlich schon das iPhone 8. Da wird man so schlau sein und keine Chips mehr verbauen, die da noch irgendwie Streitgrundlage sein könnten, nehme ich mal schwer an. Trotz allem wieder eine nette Medienmeldung und zeigt eigentlich, wie erbost dieser Kampf mittlerweile ist. Eigentlich schade und vor allem wahrscheinlich für die Kunden auch irgendwie unangenehm. Ganz zuletzt noch eine kleine Game-News. Es soll um PlayStation und PlayStation Now gehen. Das ist der Streaming-Dienst von Sony. So ein bisschen die Antwort auf das Thema Abwärtskompatibilität, die es dort ja leider nicht gibt. Aber man könnte ja die alten Spiele streamen. In Europa gibt es das Ganze ja noch nicht. Aber es soll noch heuer kommen, so Sony direkt. Wer möchte, in den Shownotes ist eine Seite verlinkt. Dort könnt ihr euch auch für den Beta-Test anmelden. Ja, ich bin gespannt, wann es tatsächlich kommt. Zeit wird es ja jetzt schon seit langem. Ich nutze den amerikanischen Dienst schon länger. Ich kann sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr netter Dienst. Ich hoffe, dass er jetzt eben endlich auch offiziell bei uns startet. Ja, das war mein Start in die neue Woche mit den Technikthemen für euch. Ich hatte jetzt sehr, sehr lange Pause. Ich hoffe, ich komme wieder rein im Laufe der Woche. Freue mich aber nach quasi 4 Wochen wieder für euch da sein zu können. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.